Und deswegen, wir sehen das im Koran, dass Bewusstsein Menschen, den Menschen in seinem Tun prägen kann. Allah Ta'ala sagt, das ist sehr interessant, dieser Vers, ich finde diesen Vers wirklich genial, ich finde ihn genial, weil der Vers aus, sagen wir, drei Sätzen besteht. Nur drei ganz kurze, kleine Sätze. Aber jeder dieser Sätze steht für eine Bedeutung. Der erste Satz beschreibt ein Phänomen. Der zweite Satz beschreibt die Ursache oder eine Ursache. Der dritte Satz beschreibt eine Lösung. Allah Ta'ala sagt, Kalla, innal insana la yatra. Wahrlich, der Mensch, was ist mit ihm? Innal insana la yatra, der Mensch ist tyrannisch. Der Mensch ist, er rebelliert. Der Mensch überschreitet Grenzen. Der Mensch überschreitet Grenzen. طيب. Was ist dann? Dann sagt Allah Ta'ala, dieser Vers begründet, warum wird der Mensch so? Arra'ahu istaghna. Weil er sich selbst unbedürftig sieht. Er hat also ein gewisses Bewusstsein über sich selbst. Er sieht sich als einen unbedürftigen Menschen, der niemanden und nichts braucht, weil er beispielsweise vermögend ist, weil er eine starke Körperstatur hat, weil er Gefolgsleute hat, weil er Macht hat, weil er einen Thron hat, auf den er thront. Diese Sachen, wenn er dann sieht, dass alles von ihm abhängig ist in seiner Umgebung, und er hat diese Illusion irgendwie, er bekommt diese Illusion, dass er selbst unabhängig geworden ist, unbedürftig, das führt ihn dann zu dieser Tyrannerei, zu dem Übertreten der Grenzen, dass man sich selbst verschätzt. Und dann nennt Allah Ta'ala eine Lösung. Und diese Lösung ist wieder ein Bewusstsein, eine Bewusstseinssache. Diese Lösung ist auch wieder eine Bewusstseinssache. Inna ila rabbika arruja'a. Zu deinem Herrn ist die Rückkehr. Zu deinem Herrn ist die Rückkehr. Was hat das in diesem Kontext zu tun? Das ist eine Androhung und eine Erinnerung für diesen Tyrann. Der hat etwas vergessen gehabt. Der hat etwas vergessen gehabt, und zwar diese Rückkehr. Und dass er nicht unbedürftig ist. Dass er in seiner Existenz und Entstehung bedürftig war, in dem Erhalt seines Lebens bedürftig ist und nach seinem Leben zurück zu jemandem kehrt, der tatsächlich unbedürftig ist, vor dem er sich zu verantworten hat. Das heißt, dieser Vers beschreibt ein Phänomen, eine seelische Krankheit. Er beschreibt die Ursache und er beschreibt die Lösung. Nur in drei Versen.